Hi, heute schauen wir uns ein E-Bike an mit einem ganz besonderen Aussehen und fahren damit mal den ein oder anderen Kilometer. Doch bevor ich das Ganze machen kann, muss ich das Teil aufbauen. Und so kommt das gute Stück an in einem großen Karton. Klebeband durchtrennt und da haben wir unser E-Bike. Und das Coolste ist, für echte Männer gibt es das Teil auch in der Farbe Rosa. Dieses Fahrrad wurde mir von dem Unternehmen RCB Scooter zur Verfügung gestellt und die Links dazu sind natürlich in der Beschreibung, falls jemandem das Fahrrad gefallen sollte. Man kann bereits jetzt schon sehen, dass dieses Fahrrad einen extrem interessanten Look hat. Kabelbinder kommen ab, überall alles gut verpackt. So, da haben wir eine Box, eine größere Box gab es wohl nicht, ist hier alles ein klein wenig zusammengepresst. Ein Fahrradschloss muss man sich da natürlich nicht extra holen. Bei E-Bike sollte man aber auch darauf achten, dass es gute Fahrradschlösser sind, denn die Teile werden auch ziemlich häufig gestohlen. Eine Originalbetriebsanleitung in deutscher Sprache und einiger weiteren Sprachen. Ein Werkzeug hier darf natürlich nicht fehlen. Und das Interessante, Freunde, schaut euch mal dieses Vorderlicht an. Also es ist natürlich Geschmackssache, aber mich spricht das auf jeden Fall an. Dieses Fahrrad sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, bis auf die Farbe Rosa, ist natürlich vielleicht nicht für einen erwachsenen Mann geeignet. Aber es hat schon einen ziemlich coolen Stil. Um dieses Elektrofahrrad zusammenzubauen, fangen wir mit dem Lenkrad an. Hier oben ist ein kleiner Gummistöpsel, der kommt weg. Und anschließend wird die Imbusschraube gelöst. Hier vorne haben wir vier weitere Schrauben, die ein klein wenig eingeschraubt sind. Diese entferne ich mal. So, noch ein klein wenig oben lockern. Und an der Seite, von beiden Seiten gibt es eine Schraube, die dann auch nochmal lose geschraubt wird. Hier die zweite. Jetzt kann ich dieses Lenkergestell nach vorne drehen und mein Lenkrad reinsetzen. Die Befestigung mit den vier Schrauben kommt wieder oben drauf. Ich werde das Ganze noch nicht komplett festbinden, ich lasse das Ganze etwas locker. Auch wenn das Ganze im Handbuch anders steht, werde ich das Ganze später einstellen und dann erst festschrauben, wenn bereits der Vorderreifen drauf ist. Dann hätten wir hier noch ein loses Schutzblech, welches man auch noch befestigen muss. Oben an der dafür vorgesehenen Stelle ist eine lose Schraube, diese wird gelöst und dann setzen wir das Ganze einfach ein. Einmal festschrauben und an den beiden Seiten sind auch noch dafür vorgesehene Schrauben, die einfach darauf warten, befestigt zu werden. Einmal reingesteckt und festgeschraubt. Und so sieht das gute Teil aus. Dieses Fahrrad gibt es übrigens in drei verschiedenen Farben. Einmal hier in Rosa, in Schwarz und in der grauen Farbe. Schwarz und Grau ist natürlich neutral. Rosa glaube ich nicht, dass es für Frauen geeignet ist, sondern nur für echte Kerle. Wir haben hier zwei Pedale, an denen steht rechte Pedal, linke Pedal. Ist es glaube ich eigentlich immer so, dass das Gewinde gegen den Uhrzeigersinn verschraubt wird, da man beim Pedaltreten sonst die linke Pedale somit mit der Zeit lösen würde. Die maximale Belastung ist bei 120 kg und da ich hier bereits das Schweregewicht von diesem Fahrrad angesprochen habe, habe ich hier versucht alleine das Vorderreifen zu montieren. Ich habe mir überlegt, das Fahrrad vorne hochzuheben und dann das Reifen unten reinzusetzen. Was sich dann aber auf jeden Fall als schwierig erwiesen hat, also habe ich das Fahrrad weiter nach vorne geschoben und vor allem, wenn man das Ganze dann noch auf der Kamera festhalten will. Also mit zweiten Versuch habe ich das Ganze nach vorne geschoben und versucht ebenfalls das Fahrrad so von unten reinzustecken. Hier hat das Ganze auf jeden Fall ebenfalls Problemchen gemacht, da die Bremsscheibe auch noch perfekt eingesetzt werden muss und man mit der Bremsscheibe natürlich vorsichtig umgehen soll, nicht dass ich die da verbogen habe und so weiter. Jedenfalls hat das Ganze auch nicht so gut geklappt, um auf Kamera festgehalten zu werden, habe ich auch diesen Versuch abgebrochen und dann habe ich das Ganze auf den Boden gemacht. Dann sind die Aufnahmen nicht so schön, aber so kriegt man das Ganze auch alleine hin. Hier muss man aber dennoch sagen, man müsste schon etwas kräftiger sein. Mit diesem Teil wird dieser Vorderreifen verbunden. Ich sehe das allererste Mal so etwas. Sehr interessant. Wenn das Vorderrad sitzt, wird die zuvor gezeigte Stange einfach durchgeschoben und dann von beiden Seiten festgeschraubt. Nachdem Vorderreifen drin ist, habe ich mein Lenkrad jetzt noch einmal eingestellt, so damit das Ganze schön gerade ist und erst dann festgebunden. Und so sieht dieses Fahrrad im zusammengebauten Zustand aus. Für den Zusammenbau, wenn man alleine ist, sollte man ungefähr eine halbe Stunde rechnen. Die Reifen muss man einmal vollpumpen und dafür gibt es auch eine kleine Luftpumpe im Lieferumfang. Kappe ab und einmal vollpusten. Jetzt hätten wir das Ganze fertig. Hinten habe ich noch etwas, was ich entfernen soll. So, und da hätten wir auch. Hier hätten wir unsere Gangschaltung von dem Unternehmen, was uns wahrscheinlich allen bekannt ist, Shimano. Insgesamt hätten wir da 7 Gänge verbaut, was für ein E-Bike meiner Meinung nach komplett ausreicht. Die Federung sieht auf den ersten Blick gut aus, bei meinem Gewicht von über 100 kg hat das Ganze auch ziemlich gut gefedert. Auch die zwei Stoßdämpfer vorne haben ihre Arbeit getan. Hier haben wir eine Bremsscheibe hinten,
und auch vorne. Ich glaube, RCB arbeitet hauptsächlich nur noch mit Bremsscheiben. Ich habe von denen auch zwei E-Scooter und diese beiden haben auch Bremsscheiben verbaut. Die Reifen gefallen mir, sind ziemlich breit und auch ein kleiner Hingucker. Vorne sind hier noch zwei Schlüssel mit einem Kabelbinder verbunden und die nehmen wir mal ab. Hier haben wir im Akku ein Schloss. Schloss einmal aufgedreht und wenn ich das Ganze hochziehe, habe ich den Akku abgebaut. So kann ich den mitnehmen nach Hause zum Beispiel aufladen. Oben haben wir auch einen Knopf, um zu sehen, wie viel in den Akku drin ist. Ich habe da mal drauf gedrückt, es zeigt mir fast voll an. Nachdem ich aber das E-Bike eingestellt habe, zeigt mir das Ganze fast, dass das Akku leer ist. Ich habe hier insgesamt drei verschiedene Stufen. Während der Fahrt habe ich das Ganze auch getestet und festgestellt, wenn ich auf der ersten Stufe bin, fährt dieses E-Bike 15 km, Stufe 2 20 und in der dritten Stufe bis 25 km hilft der Akku mit bei der Beschleunigung. Hier kann man sehen, ich fahre eine gute Steigung hoch und ich muss schon sagen, das Teil hat auf jeden Fall Power. Also ich brette hier auf den Hügel mit 25 km die Stunde, ohne mich wirklich anstrengen zu müssen. Und das habe ich aber auch bei meinem letzten E-Bike Video gesagt, das macht heutzutage einfach so viel Spaß, mit einem E-Bike unterwegs zu sein. Wenn man einfach nicht unbedingt sehr sportlich unterwegs sein möchte, dass man dann schwitzt und so. So kann man auf jeden Fall weite Strecke mit Hügeln und so weiter zurücklegen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Bei meiner Größe von 1,85 m und über 100 kg sieht dieses E-Bike dann schon etwas klein aus. Hier vorne haben wir einen ziemlich langen Sitz. Mir hat dieser Sitz auf jeden Fall viel mehr gefallen als von den normalen Fahrrädern. Das ist halt das Coole bei diesem Sitz. Theoretisch könnte man hier auch zu zweit fahren. Man muss halt natürlich bedenken, das Fahrrad ist nicht unbedingt dafür gemacht worden und 120 kg maximale Belastung. Die breiten Reifen und die Federung haben auch hier auf so einem steinigen Boden ihre Arbeit geleistet und man konnte eigentlich schon ziemlich bequem weiterfahren. Ich bin auch kurz mal in den Wald reingefahren, habe da auch mal die Straße gecheckt. Die Straße ist für einen Wald natürlich eigentlich ziemlich gut hier und somit konnte ich auch die Fahrt genießen. Hier geht das Ganze auch ziemlich gut und auch durch die ganzen Steine, aber man sieht, ich fahre mit 20 km. Wenn man hier ein bisschen mehr Gas geben wird, würde man auch ziemlich schnell auf die 25 beschleunigt. Und da muss man aber auch sagen, ein E-Bike macht einfach ziemlich viel Freude. Das hier ist bis jetzt mein zweites E-Bike, welches ich getestet habe. Und ich finde, beide haben ihre Arbeit ziemlich gut gemacht. Es hat Spaß gemacht, es hat mir sehr viel Energie gespart bei Hügel hochfahren. Und ich denke, damit kann man auch ordentlich längere Strecken zurücklegen. Aussehen ist natürlich Geschmackssache. Ich finde den Look auf jeden Fall sehr interessant und sehr cool. Und dennoch würde ich, glaube ich, schon ein standardmäßiges, modernes Fahrrad bevorzugen. Mir hat an diesem Fahrrad ganz besonders vorne die Lampe gefallen. Sieht aus wie bei so einem alten Mofa, finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Auch den Sitz, wie ich bereits gesagt habe, finde ich ziemlich cool. Der passt aber auch nur auf so ein Fahrrad. Auf ein Fahrrad mit einem modernen Look würde das Ganze auch komisch aussehen. Und auch die breiten Reifen. Ich finde, der Look ist auf jeden Fall ziemlich gut. Heutzutage werden auch sehr viele Fatbikes als E-Bikes gebaut. Der Look gefällt dann auch natürlich halt sehr vielen wie mir. Was ich ganz besonders cool fand, ist hier natürlich die Farbe rosa. Denn nur mit einem rosanen E-Bike unterwegs kann man seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Spaß beiseite, schwarz oder grau hätte hier. Die schwarze oder graue Farbe hätte mir natürlich mehr gefallen. Beim E-Bike einschalten leuchtet die Rückleuchte von Anfang an automatisch. Und den Frontscheinwerfer muss man dann manuell einschalten, wenn man etwas länger auf Plus drückt. Wie ich bereits gesagt habe, hier die Federung hat eigentlich auf jeden Fall bei meinem Gewicht ziemlich gute Arbeit geleistet. Zu dem Akku kann ich dann noch nicht viel zu sagen. Ich habe ihn nur kurz geladen, um für diese Testfahrt rauszugehen, solange das Wetter ziemlich gut ist. Den Link dazu werde ich euch vorne in der Beschreibung da lassen. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Bis die Tage. Ciao.